dieses Ding. Was ist los? Mama sing? Digga sing? Mama sing? Das war Niesen. Oh, der kam aber spät. Mila, kannst du auch singen? Mach mal Wuff. Mila, Wuff. Das vibriert. Ja, mach mal Wuff. Ja. Jo. Das geht schnell. Spot will mit... Also die pustet einen richtig an. Spot will mit Tiger spielen. Tiger, Spot, nicht den Tiger den Kopf abreißen, ne? Wer kommt denn da? Wo ist denn ein Tiger? Ja. Guck mal, wie schön sie schon tragen kann. Ab und zu passt dabei, ab und zu hinten mal ein Galopper. Aber man kann sogar, wenn sie sich jetzt so bewegt, die Rippen erkennen. Ich glaube, das nervt richtig, dass das da unten immer so rumschwabbelt. Ich habe schon überlegt, ob ich ihr so einen ganz, ganz breiten Riemen ummache oder so ein Bändchen. Dass das Gesäuge mal so ein bisschen hochreckt, das sieht ja ouch aus. Ich weiß halt nicht, ob das sich so zurückbilden kann, wenn das ständig so auf Erdanziehungskraft hin und her hängt. Wisst ihr, wie ich meine? Naja, vielleicht hat da jemand die Erfahrung mit und schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich, ja, toll, ja, das warst du, ne? Da winkelst du nämlich immer. Im Gehen. Ist ja nicht so, dass wir anhalten. Nö. Ja, das kann sie noch nicht. Sie pinkelt und kackt halt einfach noch im Gehen. Ich habe immer Hand runter gemacht, dass sie dann sich so ein bisschen halten kann. Und dann habe ich die Hand weggelassen und sie ist reingefallen. Also, ja. Ich weiß nicht, ob das Angewohnheit ist oder ob wir das nochmal hinkriegen. Mal sehen. Hier, die Mia-Maus. Sie hechelt wieder nicht. Keine Ahnung, was da kaputt ist. Sie macht dann immer einmal so. Und dann ist so schön Schaum am Maul. Ich weiß auch nicht, warum sie es nicht hinkriegt, den Mund aufzumachen und zu hecheln. Wenn sie einen Mantel anhat, wenn es ein bisschen kälter ist, dann hechelt sie auch. Aber auch nur im Galopp. So eigentlich eher nicht. Oder sie macht so. So völlig unregelmäßig. Aber das ist schon richtig schön, dass sie jetzt so trabt. Ich bin wahrscheinlich langsamer als ein Jogger, aber sie trabt. Spot geht in der Zeit, wenn sie so geht. Das sieht richtig witzig aus. Ja, ja. Nimm ich da mal aus. Ja, jetzt wird Zeit für den Muskelaufbau. Abgenommen hast du gut. Oh, brauchst du Socken?